Hallo Leute, mein Name ist HotzST und willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Ihr habt vielleicht bemerkt, diese Woche gibt's mehr Factorio als üblich. Dies, weil meine andere Serie Oxygen Not Included, die auf Englisch ist, die letzte Folge der ersten Serie hatte. Und deshalb habe ich diese Woche etwas mehr Platz, so dass wir ein bisschen mehr Factorio machen können. Und das wird sich dann ändern, sobald ich mit der zweiten Staffel beginne. Weiß noch nicht, wann das dann effektiv sein wird. Aber hier, indem wir dieses Band, das hier durchgeht, mit rot ersetzen, bekommen wir hier mehr Durchsatz. Und hier brauchen wir wollen alles, was auf diesem Band zurückkommt, bevorzugt behandeln, so dass das dann auch funktioniert. Und hier alles, was rausgeht, geht zuerst in diesen Kreislauf. Erst dann, also hier genauso, sagte Eingang ist. Das wäre der bevorzugte Ausgang. Auf der anderen Seite, hier ist der Eingang. Oh. Das heißt, da müssen jetzt auch mehr rote rauskommen. Wo sind die roten? Wahrscheinlich ein bisschen weiter unten. Ja. Sehen es wahrscheinlich nicht wegen den. Ja, genau. Da kommen jetzt mehr raus. Und da mir das so anschaue. Ja, dieses Set läuft wahrscheinlich nur so zu 50%, weil zu wenig Grün anliegt. Aber wir bekommen mehr Rote raus. Wir produzieren genügend Grüne. Aber es staut sich schon nicht mehr. Die Maschinen hier laufen wieder. Das heißt, wahrscheinlich nehmen die Grünen dann etwas ab. Aber doch kein volles Band, aber das gefällt mir doch schon besser. Irgendwann werden die ganzen Kisten voll laufen und hier weitere ganzen Türme, die hier in unserer Basis rumstehen, entfernen, denn schließlich haben wir rundherum Mauern, wo wir gelegentlich mal angegriffen werden. Und
wenn wir ein bisschen besser mit unseren Robotern dastehen, müssen wir hier unsere ganzen einzelnen Netzwerke vernetzen. Denn momentan ist es so, ich habe einfach mal ein paar Roboter reingepackt mit ein paar Reparaturkits. Ich hoffe, das reicht. Hier oben werden wir häufig angegriffen. Ich denke, ich muss dann da mal hoch ein paar zusätzliche Kits reinpacken. Aber ich glaube, ich war auf dem Weg nach unten ein paar Module verteilen. Also, wo packen wir die am besten rein? Ja, hier dünnt es schon wieder aus. Ja. Noch einen. Dann packe ich hier mal beim Stahl noch zwei rein, da etwas mehr rausbekommen. Und dann Reparaturkits. Bauen wir ein paar und dann gehe ich mal da nach oben. Ein paar Reparaturkits reinzulegen. Schauen, vielleicht denen laufen lassen. Das läuft an. Geht's ab nach oben. Denn es wäre, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe, hier sauber was aufzubauen, wäre es doch wirklich eine Schande, sie vielleicht nicht reinlegen sollen, könnten wir eine zweite Reihe dahinter packen. Wäre es eine richtige Schande, wenn die Aliens plötzlich durch die Mauer durchbrechen und sich wieder ansässig machen. Okay. Ja, bei denen da läuft noch gar nichts. Was ich aber in der Zwischenzeit mal machen kann, ist mehr Stationen verteilen. Hauptsächlich mal hier so in der runter. Hier hin,
Strom. Und dann letztendlich wollen wir zum das Ganze hier oben mit dem Netzwerk da unten verbinden. Das bei unserem Kernreaktor sitzt. Damit wir dann letzten Endes keine von den Kisten. Die Holzkisten mit Anforderungs- und Anbieterkisten ersetzen können und dadurch sicherstellen, dass wir nicht eventuell, sollten wir es versäumen, keine Brennstäbe mehr anliegen haben und unser ganzes Stromnetz in sich zusammensackt. Okay, so wie es aussieht, Seite fertig. Ja. Okay. Da oben haben wir noch ein Eisenfeld. Wir können das mal anschließen und dann eine Leitung nach unten ziehen. Zumindest soweit wir hier Förderer haben. Ja, für zwei Reihen reicht's. Strom dazwischen. Okay. Machen wir hier mal rot weiter. Brauchen wir nur ein Band legen. Gehen wir natürlich aus. Können wir rote Band da noch mit anschließen und das sollte etwas helfen. Denn Kupfer haben wir 4 Schmelzen und das reicht uns. Eisen haben wir 3 Schmelzen plus 2 Stahlschmelzen. Und aus den Bahnhöfen bekommen wir gleich mal 4 Bänder mit Erz raus. Das heißt, wir
momentan verteilen wir 4 Bänder Erz auf 5 Schmelzlinien plus das, was wir hier auf dieser Seite noch runter schmuggeln. Heißt, wahrscheinlich brauchen wir mehr Eisenerz als Kupfer. Ja. Solange die repariert werden können, alles wunderbar. Sobald dann die Lasertürme ersetzt werden müssen, dann wird es ein bisschen heikel, denn dann müssen wir wirklich die Netzwerke rund an den Mauern entlang mit dem verbinden, was wir hier im Zentrum haben, damit die Lasertürme auch da nach oben gebracht werden. Ah, kein Strom. Ist das so? Ja. Das Band ist immer noch ziemlich voll. Aber es staut sich nicht. Wir haben auch einiges an... oder etwas an... roten Chipsen hier. Das wird im Wesentlichen alles weggefuttert hiervon. Aber es sieht zumindest danach aus, als ob wir mehr von den Modulen produzieren als auch schon. Ich denke, da investieren wir mal in hier in Stahl. Die untersten 4 Öfen gepimpt bekommen und dann müssen wir wahrscheinlich auch wegen Eisen schauen. Nicht gut, wenn hier ein Band nicht voll anliegt. Aber es bewegt sich etwas. Und wenn wir hier voll haben, das sollte uns auch helfen, denn dann werden wir hier keine roten Chips mehr brauchen oder nur noch so viel, um das abzudecken, was wir auch reinbekommen. Und hier haben wir noch überhaupt nichts. Diese weniger ein Problem sein. Was für ein... ich habe eine Hochleistungsausrüstung und heute ist so einer. Blaue. Dort. Dann die Leichtbauteile. Ja. Ich mir so ein Teil bauen und dann
Die hier nicht mehr. Gut, dann zwei von denen. Auch hier ein paar blaue. Und und den Motoren. Roten. Wie viel brauche ich da? 60 insgesamt. Gut, den Rest lege ich hier zurück. Und was ich dann noch reinpacken könnte. Ah, okay. Bringe nur einen rein. Okay. So. Ja, das ist schon die beste Rüstung, die ich bauen kann. Aber nun sind wir etwas zügiger unterwegs, was auch nicht schadet. Aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal ein, wenn es heißt Factorio. Bis dann und tschüss!